Da wären wir mal wieder, Leute. So, die Erkundungstour werden wir heute abschließen, das ist klar. Das geht diesmal ganz, ganz fix. Wir waren ja schon echt weit beim letzten Mal. Werden nun allerdings mit dem Faustkampfturnier loslegen, würde ich sagen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Insofern, wer darf da ran? Gute Frage eigentlich. Gönnen wir das Ganze doch mal Raphael, würde ich sagen. Let's go! Ich hoffe mal, der Kollege reißt das rum. Oh, oh ja, das sollte er auf jeden Fall hinbekommen. Also komm schon, Großer. Let's go. Schade, dass er nicht einen Damage mehr macht, aber es passt schon. Was soll's. Mach ihn fertig, komm. Bam. Jawohl. Erstmal fettes Faustkampfduell hier. Sieg und Niederlage. Let's go. Weiter geht's. Jawohl, sehr gute Treffer. Gefällt mir. So, der große Kerl macht sie alle fertig. Ich habe übrigens kräftig geangelt nebenbei. Und ich denke mal... Moment, wir rechnen mal kurz um. Doch, das sollte kein Problem geben, natürlich. Sehr schön. Wir sollten vom Dozentenrang jetzt sehr weit sein. Also ich müsste bald den nächsten Rang wiederbekommen. Das wird super. Komm schon. Bam. Nice. Das war das Viertelfinale. Jetzt kommt das Halbfinale. Wollen wir schon heilen? Ah, könnte sonst ein bisschen risky sein, ne? Machen wir mal. Und so ist es überhaupt nicht mehr risky. Also wir wären extrem unlucky. Aber seht ihr, da ist schon einer daneben gegangen. Ne? Auf jeden Fall schon mal ganz gut. Komm schon. Oh, verdammt. Und jetzt aber. Jawohl, sehr gut gemacht. So geht das. Oh, der haut jetzt aber richtig krass zu. Da müssen wir uns auf jeden Fall reinhängen. Streng dich an. Aber wir vertrauen Raphael da voll und ganz. Jawohl, das waren zwei dicke Treffer. Noch einmal und das war's. Jawohl. Er hat es hinbekommen, Leute. Er hat es geschafft und verdient sich seine Stahlpanzer in der Plus. Das war das Faustkampfturnier für Fortgeschrittene. Yes, Preisgeld gibt's auch. Und jawohl. Da erhöht er sich ja schon, der Dozentenrang. Auf B-Niveau. Aktivitätspunkte weiter erhöht. Mehr Adjutanten, sehr cool. Okay. Also das hat sich richtig gelohnt für uns. Klasse Sache. Drüben ist immer noch Monika, die ich immer noch als sehr mysteriös achte. Ich weiß nicht, die hat sich so nahtlos wieder integriert. Das ist doch total komisch. Die war ein ganzes Jahr weg. Ja, niemand aus der Klasse müsste mal da sein, weil es ja irgendwie, glaube ich, auch noch eine Abschlussklasse war, ne? Das ist doch total crazy. Also, come on. Kann sich doch nicht so perfekt wieder integrieren. Vor allem, die war ein Jahr lang weg. Warum hinterfragt man das so wenig? Ich meine, vor allem, die ist ja einfach frei am Gelände. Das ist, finde ich, so seltsam, ne? Also, ich meine, warum? Es ergibt keinen Sinn. Warum lässt man die überhaupt so frei rumlaufen hier? Zudem hat die keine Verwandten oder so. Die müssen ja sich ultra Sorgen gemacht haben. Das kommt ja auch noch dazu. Hinterfragt das keiner? Die würde man ja wahrscheinlich erst kontaktieren, oder? Ich finde das alles extrem seltsam. Es gefällt mir überhaupt nicht. Und uff. Professor. Was will ich dazu schon noch sagen, ne? Verrückte Sache jedenfalls. Professor, what have you got there? That's... My goodness, that is just what I've been looking for. Okay. I can offer nothing more than this, but I do ask that you consider trading with me. Was zum, okay. I'm in your debt, ach, Professor. Ja, klar, das kann ich mir schon vorstellen. Du wolltest, dass die hübschen Heiligen kriegen. Wir dafür ist ein Item erhalten, das sieht sehr wertvoll aus. Okay. Wollten wir uns bei... Ja, genau. Also ich könnte theoretisch die Reiterei noch weiter ausbauen. Das wäre in Ordnung. Wir werden es auf anderen Wege halt quasi aktuell gar nicht lernen können. Das ist halt so das Problem. Würden wir jetzt die Schwarzmagie ein bisschen lernen hier, also Vernunft weiterbringen, wäre das auch nicht unbedingt verkehrt. Dann könnten wir auch ein paar andere Zauber noch auspacken. Aber machen wir ruhig mal kurz das hier. Ist sicherlich nicht so verkehrt. Nachdem ich das letzte Mal etwas getrollt wurde. Aber es hilft ja auch unseren Schülern weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, das fließt nämlich in den Magisterbonus mit rein, wenn man sich fortbildet. Meine ich. Ich kann mich jetzt allerdings auch täuschen. Zumindest kommt es mir so vor. Achso. Das war jetzt ein Versehen. Ich habe mich verklickt. Jetzt habe ich den Dialog gar nicht mitbekommen. Hier haben wir den schönen Verlauf. Okay.
Er hat uns beobachtet, ja. Er wäre dabei anscheinend. Sehr gerne. Klar. Feel free to call on me anytime. Oh, cool. Wie unerwartet. Jetzt ist Hannemann dabei. You can help out with my class too. It's a joke, Professor. I'd never put a burden on you, a first-year teacher. Nice one. Ja, ist ganz lustig. Das Lustige ist, der hat ja ein Indech-Wappen, genau wie Bernadetta, ne? Das weiß ich. Und genau, der hat hier das Indech-Wappen. Und Bernadette hat genau das gleiche. Das Witzige ist, dass das Indech-Wappen ja die Fähigkeit hat, dass du quasi Adept triggerst, kann man sagen. Ja, jetzt so für die Fire Emblem-Veteranen unter euch, die wissen schon, was ich damit meine. Dass man quasi einfach so einen Brave-Effekt reinbekommt, dass man zweimal in Folge direkt angreift. Und das ist schon irgendwie witzig. Weil in der Theorie, also der wir müssen mal gucken. Stell dir mal vor, würde Hannemann so einen Meme-Run machen und macht Hannemann einfach zum Schwertmeister. Und hat am besten sein Indech-Waffen und Astra oder so. So richtig dumm einfach. Das wäre so lustig. Aber man könnte wirklich auch so, wenn wir einen dritten Playthrough machen, so eiskalt so ein bisschen einen Meme-Trupp bewusst zusammenstellen. Das wäre halt auch mega lustig einfach. Eine richtige Meme-Truppe halt. So ganz komische Klassenwahlen und was weiß ich. Das fände ich halt auch mega lustig. Ich meine, das kannst du ja locker machen, kein Problem, ne? Wenn du erfahren bist als Spieler, kannst du im Prinzip jedes Team durchbringen, das geht schon. Weil ich auch überlegt habe, ob ich nicht sogar... Ihr wisst ja, ich hatte ja meine Herrschafts 0% Challenge gemacht, ja, das heißt, keine Einheit hatte Wachstumsraten und ich habe trotzdem auf extrem das Spiel durchgespielt, ne? Also keine, ich habe nie Stats durch Level-Ups quasi bekommen im ganzen Spielverlauf. Und das hat ganz gut funktioniert. Habe überlegt, ob ich sowas Ähnliches hier auch mal machen könnte. Vielleicht im Blue Lions Run oder so. Dass man 0% blaue Löwen macht und das wäre dann auch so ein Highlight, weil ich glaube, selbst im internationalen Raum würde so früher noch keiner ausprobieren. Aber ich denke, der goldene Hirsche Run geht noch eine ganze Weile so oder so. Also so früh wäre das sowieso nicht der Fall, aber es wäre halt richtig krass. Und ihr wisst, ich liebe sowas. Also wer mich halt kennt auf dem Kanal, weiß ja, wie sehr ich ganz gerne taktisch ausraste in FE. Ja, ne? Ja, genau. Wir wollten ja eventuell einfach hier so ein bisschen mehr noch generieren. Ich muss mal schauen. Mit den ganzen Fortbildungen sammeln wir natürlich auch so ein bisschen jetzt unsere Punkte hier bei den ganzen anderen Magistern etc. Bei den ganzen Kirchenanhängern hier. Das ist gar nicht so verkehrt. Kann man schon auch machen. Und da unten gibt es noch Leute, mit denen können wir reden. Und es gibt anscheinend auch eine Quest. Ja, und ihr seht, ich habe noch auf der Karte jetzt auch Gespräche offen, genau. Ich habe ja Geschenke verteilt offscreen und habe auch sehr viel geangelt. Deswegen haben wir jetzt auch den Dozentenrang B gerade erreichen können mit dem Turnierabschluss. Richtig krass. Freut mich auch riesig. Na, man sieht, das ist hier. Oh, goodness. Is something the matter, Professor? You look a little pale. Please be careful. It's so easy to catch a cold this time of year. Okay. Für dich haben wir auf jeden Fall Dinge, das weiß ich. Wir haben süße Selbstbacken. Das gehört ihr. Oh, das ist mein. Thank you for returning it to me, but how did you know I lost it? Und die konservierten Früchte. Oh, das ist mein. Thank you for returning it to me, but how did you know I lost it? Ja, aber ihr sagt ja immer das Gleiche, ne? Ich glaube, den Rest haben wir jetzt erstmal hier nicht. Sagt, ich glaube, die Farbe, die ist, glaube ich, für CT. Mit dem hat er eigentlich auch noch gar kein großartiges Gespräch, ne? Hat er auch noch Supports. Das müssen wir auch mal gucken, dass wir das hinbekommen. Oh, da ist ein Questgeber da oben und noch eine Person. You do not look well. Are you sure you aren't coming down with a cold or some other ailment? Please visit a doctor before your situation worsens. Suppose the infirmary is also an option? Though when I went there the other day, I was unable to receive medical guidance as Professor Manuela was drunk and fast asleep on the floor. Oh Gott, hochprofessionell auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie so seltsam, die haben halt irgendwie keine anderen Magister, deswegen lassen sie wahrscheinlich auch Manuela noch hier. Weißt du, die Alte einfach, ja, wenn da jetzt ein Notfall käme, die würde betrunken am Boden liegen, okay, alles klar. Läuft auf jeden Fall hochprofessionell alles hier ab. Definitiv. Überbringen den Brief. Es steht keine Adresse drauf, aber an jemanden in ihrer Position. Wen könnte er damit wohl meinen? Ich weiß, es gehört sich nicht, Liebesbrief an jemanden in ihrer Position zu schreiben. Ich kann nicht ändern, was ich für sie empfinde. Was zur Hölle, ey.
Okay, das ist ja auch immer so strange. Ich weiß nicht, wie wir immer zum, Lieferburschen werden für komische Liebesbriefe, aber es passiert einfach so random. Okay. Hey. Der Magister der Herzen anscheinend hier wirklich. Hey, wait a minute. What you've got there, isn't that? Please, could you let me have that? Here, I'll give you this in return. Was zum, okay. Fantastic. Thanks, Professor. You have no idea how happy this makes me. Okay, ein Feueramulett. Ach, du meine Güte. Alles klar. Wie auch immer. Okay, hätten wir das auch geklärt. Machen wir doch mal das Gespräch da oben, ja? Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir mit der Kunden heute abschließen können. Wobei, naja, wir haben noch Supports, okay. Also stellt euch darauf ein, Ash endlich mal ein Ash-Gespräch. Den wollte ich auch schon eine Weile rekrutieren, das wäre schon ganz cool. Oh, shopping took longer than I thought. It's a good thing I had your help, Professor. Looks like we've got everything we came for. Time to head back to the monastery. To tell you the truth, I wasn't sure if the money that night gave us would be enough. We managed to scrape by, though. I'm glad those shopkeepers were willing to strike a few bargains. Ich werde im Übrigen, also wenn wir dann Blaue Löwen spielen, ja, weil wir haben jetzt sowohl mit Sylvain als auch mit ihnen hätten wir bestimmt Boss-Dialog gehabt. Und das werde ich dort auf jeden Fall nachholen, das ist klar. Weil wir haben jetzt die Erfahrung und wir haben die Informationen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein zentrales Element im Spielhaus, ist, dass du das einfach mitbekommst als Spieler und weißt, ah ja, okay, wenn ich jetzt aber das andere Haus nehme, dann sollte ich darauf mal achten und auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren, weil ich ja jetzt quasi weiß, was da los ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz coole Sache. It's one of the few things I'm really good at. I've got a lot of experience living in the city. Money was tight for me too. At least until Lenato adopted me into his family. Come to think of it, you were originally a mercenary, weren't you? I'm sure you've traveled all over Fodlan. Ja, und da spricht er das mit Lenato zum Beispiel auch direkt nochmal an. That must have been a pretty different life from regular folks like me. Naja, wer weiß. Ich glaube auch nicht. Naja, gut. Halt angeheuert, so? Wird schon actionreich, aber sonst. But a mercenary's whole job is fighting, isn't it? Must be a pretty tough way to live. War ganz schön hart, so schlimm war es doch gar nicht, ey. Wow, I guess you must get used to it. That's really incredible, though. Oh! Lässt sich da beeindrucken. I had no idea they sold this book around here. I haven't seen this one for ages. Was ist das, ne? Lug and the Maiden of Wind. It's a well-known tale of chivalry in Fargus. Lug is the King of Lions. This book is full of his exciting adventures. Lug der Löwenkönig. I've loved this okay. Since I was a kid. It was what got me learning to read. Give me that book. Oh, hey cool, wir haben das ist also ein Raufbold, aber hey, schau mal. Queen, don't touch the merch. Endlich taucht sie mal what auf nach Katzin. Somebody catch that thief. Cut him in half like my prices. Aber das ist schön. Please, das freut mich. Down, das ist ein Klassiker, also jetzt auch, es gibt ja so einige Neulinge auch, die jetzt damit frisch eingestiegen sind, natürlich mit Three Houses. Ist mir schon aufgefallen, auch teilweise in den Kommentaren. Und Anna ist quasi fester Bestandteil, ne? Ganz wichtig für die Reihe im Prinzip, so, schon so ein bisschen Maskottchenstatus, kann man sagen. Die einzigen Spiele, wo sie quasi nicht auftaucht, ist Gaiden und das Remake davon, Echoes. Ansonsten ist in jedem Fire Emblem irgendwo vertreten. Schon seit frühesten Anfängen und auch eigentlich teilweise in Spin-Offs etc. Die hat echt sehr viel Beliebtheit da. Übrigens auch sehr mächtig in Fire Emblem Cypher, dem Kartenspiel. You calm down, kid. If he gets away with that valuable merch, it'll be a huge loss for me. Here, allow me to compensate you. Na sowas. Huh? Are you serious, kid? I mean, no objections over here. That sounds crazy. Übrigens wünsche ich mir ja, dass sie wieder einen anderen DLC vielleicht bringen, dass wir sie als spielbare Einheit noch kriegen. Gab's ja schon für Fates quasi, ne? Und ich meine, Anna ist ja wirklich immer dabei, don't da worry. Passt das auch. That thief will be paying me back, just as soon as I catch him. Head on back to the monastery, Professor. I'll take care of everything here. Aber auch vom Design und so immer ein toller Charakter, finde ich. Auch. Und halt einfach witzig, ne? Immer drauf und dran Geschäfte zu machen. Ein klein wenig gierig, aber das gehört auch mit dazu, ja. Eine waschechte Geschäftsfrau. In jedem Spiel irgendwie. So, und was ist jetzt hier los? Professor. Ach du meine Güte, du, ha? Hab gar nicht mehr drauf geachtet. Hallo, Professor.
You're really on the move today. A lot to get done, I take it? I'm happy to help. Tell me, is there anything I can do to lighten your load a bit? Ich weiß das zu schätzen, aber... Oh, surely there must be something. Don't be shy about asking for help. Zumindest weiß ich inzwischen, dass er so ein bisschen so der Scherzbold ist, aber scheint wohl ein bisschen unlustig zu sein. We're practically siblings after all. I was raised by Gerald just as you were. So we should have no trouble getting along. Okay, was inwiefern? Lass mal sehen. Did I not mention that? How thoughtless. What an embarrassing gaffe. Welch ein eklatanter Lapsus. My parents died when I was small. I came to live in the monastery. It was an aimless existence. But sometimes, a knight would pass by, wearing magnificent armor. That knight was Geralt. And the first time he laid eyes on me, he made me his squire. What was he thinking, huh? Klingt nach Geralt. No kidding. I don't think I'll ever fully understand his logic. Later, I heard that the squire preceding me had died of a terrible plague. I looked a bit like him and was about the same age, so Gerald thought me a suitable replacement. A little nutty, old Gerald, there's no doubt about that. All that was more than 30 years ago. How time flies. Was? 30 Jahre? So alt ist Gerald eigentlich gar nicht, jetzt, was ich meine... Das 30 Jahre zurückliegt, da muss ja Gerald auch schon erwachsen sein. Wie alt ist denn Gerald, bitte schön, dann? Actually, I'm not entirely sure. You never asked him? Well, Gerald hardly seems to have aged since then. In fact, over drinks he once told me, perhaps that's a story for another day. At any rate, that's Gerald for you. One of a kind. I don't think there's anyone else quite like him. Ganz ohne Zweifel, okay. Right. Well, now you've heard my whole story. I hope that you understand now why I feel such a strong sense of attachment to you. If you're ever in a bind, just give me a holler. I'll help however I can. Kann sie erst auf mich aufpassen. Indeed, indeed. Well, I'll let you get back to it. But truly, if I can take anything off your plate, don't hesitate to let me know. Zumindest weiß er ein bisschen was über Geralts Vergangenheit. Das könnte doch spannend werden in mehreren Supports. Auch wenn er selbst jetzt so ein bisschen von der Persönlichkeit mir etwas gleichgültig ist, ehrlich gesagt. Er ist okay, aber ist mir jetzt nicht wirklich wichtig, dieser Charakter irgendwie. Aber nun gut, wie auch immer. Nein. Was soll das schon wieder? Es ist furchtbar manchmal mit dir. Einfach nur furchtbar, weißt du das? Es ist schrecklich manchmal. Ah, Moment mal, was haben wir bei dir nochmal? Das geht auf jeden Fall. Das weiß ich auswendig. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob die ja gepasst haben oder nicht. Im Zweifelsfall kann ich dir auch einfach eine Eulenfeder geben, ja. Das geht nämlich immer, ja. Ist ganz schön. War eine gute Methode auf jeden Fall. Da drüben ist noch irgendwie Ferdinand. Ja gut, dann besuchen wir ihn auch kurz. Ihr wisst ja, ich rede an sich ja wirklich mit jedem. Das ist mir wichtig. Aber halt repetitive Sachen werden gekannt. Village. Is that not where you met Edelgard? If you had not been there, something terrible could have happened. Did one of the house leaders know that mercenaries were staying in Remeyer Village? I wonder. It will remain a mystery for now. All we can do at this point is speculate. Sollten sie Bescheid gewusst haben? Ich weiß ja nicht. So viele Spekulationen in letzter Zeit, das gefällt mir, wie gesagt, immer noch nicht so ganz. Es wird spekuliert am laufenden Band. Und irgendwie hat man kein klares Bild momentan vor sich. Even if I spend all of my time rummaging through this library, there's a limit to the knowledge that can be gained. Apparently, it only contains books whose contents have been deemed appropriate by the church. Ja, das ist auch gefährlich. If only Tomas were around. I bet he has some interesting stories he could regale us with. Das war schon auch mysteriös, weil ich meine, Tomas nicht auch irgendwo ein Eid gegenüber der Kirche oder so irgendeine Verpflichtung, dass er die Infos für sich behält?
Führt da doch irgendwas im Schilde vielleicht? Ich weiß es nicht. I fear I may become a social recluse soon. Vor allem, woher bekam der das dann überhaupt, ne? Oder gibt's irgendwo vielleicht noch eine Art geheime Bibliothek oder so? My life consists of wearing a groove in the floor between the library and the dining hall. Although I guess a real recluse wouldn't leave their room, eh? Na gut. Oh, thank you. I gave up hope of ever finding it. Genau, die vier Heiligen, das interessiert ihn tatsächlich. Das hier war auf jeden Fall für CT, das ist auf jeden Fall für Cyril. Und da bin ich mir gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher, für wen das sein könnte. Aber sehen wir dann mal. Gleich zwei Quests, die wir abgeben können. Aber ja, wie gesagt, Leute, wir kommen schon ordentlich vorwärts. Aber es ist immer ziemlich viel zwischen den Missionen zu erledigen. So funktioniert Three Houses eben. I wonder how Remire Village is faring. Hopefully we're not dealing with some new epidemic. Okay, ich glaube, wir haben unseren Typen gefunden. It wouldn't be unheard of. Almost 20 years ago, a terrible plague blazed through Fargus. It even hit the capital city, taking the Queen Consort's life. Or so I heard. The person who saved the kingdom wasn't a doctor, but a holy woman. The fair Lady Cornelia. After that, she was awarded the honor of being a mage in the service of the royal family. She sounds like an amazing woman, but she must be pretty old by now. But hey, maybe she's aged like a fine wine. Das sagst du jetzt hier also so, huh? Oh, that's mine! Ja, natürlich ist es deiner. Wem auch sonst. wie war das nochmal bei dir? Ist jetzt auch glatt mal nachgucken fast. Hat allerdings gerade auch keine Prüfer. Denn wie gesagt, ich denke auch teilweise, also ich werde das natürlich hier ein paar probieren. Aber man muss auch nicht schnell rekrutieren, Leute. So das andere. Dann schreibt ihr ganz gerne in die Kommentare, ja, macht doch das und jenes. Ich weiß, ihr meint's gut und so, klar, natürlich. Aber man hat es ja an Bernadetta zum Beispiel gesehen. Die hat ja von sich aus eigentlich direkt in einen guten Pfad rein entwickelt. Und ich habe die ja somit ganz guten Stats dann auch bekommen. Also es ist nicht negativ, ja. Die leveln schon mit nebenbei. Professor, I picked this up, but... Oh, hey, it worked out perfectly. Aha. Wanna trade me what you're holding for it? Na gut. Thanks, Professor. This is great. Glitzernder Stein. und dir gehört das Beil. Hey, that's mine. Thanks for finding it. Sehr schön. Wir machen uns beliebt, Leute, aber so richtig in letzter Zeit. Ich merke schon. Wer ist denn hier? Ah, cool. Leonie und Gerald. Professor, Captain Gerald just told me. Remire Village is in a bad way, right? The situation there is worrying, yes. But tell me, how is your vertigo? Mach mal was. Are you not feeling okay? You should get some rest. If you must go to the village, make sure you're in good health before we depart. Manuela, die ist ja nicht da, ne? Ah ja, ich könnte bei dir auch noch trainieren. Wollen wir die Reitkunst noch weiter ausbauen, ist die Frage. Kann man natürlich machen, klar. Ich weiß nicht, wie es bei ihm mit Autorität aussieht. Die Stärken sind bei ihm halt recht massiv. Da merkst du schon, plus 10, das ist halt natürlich ganz anders. Das ist kein Vergleich zu den anderen, wirklich. Lanze wollte ich halt auch mal trainieren, noch ein bisschen. Aber wir können durchaus auch beim Pferd noch weitermachen hier. Ich weiß halt nicht, ne? Ich glaube, hat man schon ein C-Niveau gebraucht für Kavalier oder so? Ich würde später tatsächlich mal in eine berittene Klasse, glaube ich, reingehen ganz gerne. Weil man hat ja dann zumindest ganz zum Schluss wiederum anscheinend die Klassen, wo du halt Magie auf dem Pferd benutzen kannst. Das ist halt schon sehr cool. Aber naja. Captain Gerald just told me. For my... Okay, für dich habe ich nichts Außergewöhnliches, oder? Ging das nicht bei dir auch? Ich bin mal grad... Nee, ich verwechsel das immer. Ich denke das immer bei dir. Und da komme ich tatsächlich dann immer durcheinander. Aber ich muss bei dir gar nicht darauf achten, weil du kriegst einen Support mit mir. Stopp, Moment. Wir haben doch noch einen offen, ne? Und den, wenn der automatisch dann triggert, dann wird die Motivation auf 100 steigen und gut ist. Mehr brauchen wir gar nicht zu beachten, Leute. Alles in Ordnung. Professor, do you ever wish you could return to your life as a mercenary? Is that so? I suppose you have become accustomed to your new line of work. This month's assignment will again take you outside of Garrickmark. To Remire Village. It was in Remire that you first met Alois and the rest of his order, was it not? Half a year has come and gone since then. How quickly time passes. So lange ist das jetzt auch schon her. Krass.
könnten ja natürlich auch noch was geben, wenn wir wollen, aber vor allem auch damit können wir immer noch uns weiterbilden. Ja, sie hat auch einige Sachen. Ich finde das nur lustig, dass sie auch Faustkampf hat. Das würde man ihr ja wirklich nicht zutrauen, irgendwie so, ne? Aber anscheinend ist das so. Oder arbeite ich doch weiter an Glaube? Lass mal überlegen, Leute. Ist das noch sinnvoll? Naja, ich würde immer noch ganz gerne die magische Seite weiter ausbauen. Nimm mal noch einmal Schwert ruhig mit rein erstmal, ist auch in Ordnung. Außerdem kriegen wir bei ihr halt den Punkt mit rein. Nach tiefer Fall, okay. Dann haben wir jetzt quasi auch Flugschaden drin. Moment, ach so, stimmt ja, ich muss dir ja noch diesen komischen Brief geben, das ist ja richtig. Oh Mann, ey. Uff, einfach I appreciate this. Überhaupt nicht hinterfragen oder so. Joa, ist normal, ne? Kriegt sie erstmal ihren Liebesbrief verpasst. Easy going. Ja, ist bei ihr mal ein Problem, weil da musst du echt mächtig investieren. Aber Statue der Göttin ist zum Beispiel gut. Schön, dass ich das hab. Sehr, sehr gut, ja. Ja, ja, das wird was. Ansonsten, ja. Alles, was halt irgendwo heilig ist, geht natürlich bei ihr, klar. Kann doch mal kurz nachgucken. B-Support wäre an sich halt schon eine krasse Sache mal demnächst. Tee trinken kannst du mit ihr leider nicht, ne? Das geht ja nicht, ne? Das ist nicht drin. Wir haben jetzt noch unsere komische Trading-Quest anscheinend. Die führt uns als nächstes irgendwie wieder Richtung Dom. Okay. Bringen wir es hinter uns, Leute. Ist aber ganz schön viel rumgerannt, muss ich mal sagen. Das ist ja mit den Kollisionen manchmal etwas merkwürdig, aber gut. So. Impressive. Wir haben einfach auch Reputation dafür bekommen. Reputation dafür, dass man Rhea einen Liebesbrief gegeben hat. Super. Top, top, top. Das spricht sich erstmal rum, ja. Cool. Hallo, Professor. Was hast du da? Would you mind trading it with me for this? Okay. Oh, thank you so much. I'll be sure to take great care of it. Ich finde das lustig, dass man zumindest aber mit dieser Tauschquest irgendwie überall sich beliebt macht, so. Also ich meine, das hat zumindest einen spürbaren Effekt dadurch. Das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Was, zu Marianne geht's weiter? Ist echt witzig. Überall führt uns die Reise heute hin. Wahnsinn. Professor? It's about that thing you have there. If it's not too much of a bother, would you trade it for this? Ja. Thank you so much. I'll treasure it forever. Augentropfen. Ja, die brauchst du anscheinend. Ja. Oh Mann, Leute, das ist ja echt unglaublich. Jetzt geht's auf einmal zu Linhardt. Ja, wo geht's denn noch überall hin heute? Das ist ja der Wahnsinn. Stellt euch mal vor, ich würde den ganzen Weg ablaufen und nicht per Schnellreise gehen, oh Gott. That's a nice thing you have there, Professor. Don't suppose you're planning on using it yourself. Why don't you trade it for this? Sounds good, right? Excellent doing business with you, Professor. I've always wanted to say that. Zweifarbiger Wetzstein, das ist er, ja, das ist er, sehr schön. Leute, wir haben ihn erhalten, endlich. Das hat aber gedauert, meine Güte. Okay. Ich werde den an Shamir weitergeben. Shamir hat sich den verdient, würde ich sagen. Wir können es auch durchaus mit Rekrutieren probieren bei Shamir. Warum nicht? No? You brought it, Professor? Herr Pau, you can't even afford your own drinks. Oh. Give it here. You won't regret it. Excuse me. I asked first. Why don't we let the Professor decide? Natürlich. Für Shamir. Her? What a letdown. You made the right choice. Here's your reward. I'll let you borrow it later, Catherine, if you quit sulking. Thanks. Witzig. Aber die Belohnungen sind ja super. Ich sehe gerade, ich registriere jetzt erst, dass sie uns ja einen Silberbogen sogar gibt. War nicht sogar was von Catherine ein bisschen schwächer? Ich meine sogar. Also es hat sich auf jeden Fall voll und ganz gelohnt, klar. Wir konnten uns noch weiterbilden, aber ich frage sie einfach mal. Working hard, aren't you? I'll admit, I'm impressed. I can assist with any tasks or help with your students. Ja! I'm available anytime I'm not on a mission with the Knights. Yes! Oh Mann, wir haben halt echt richtig, richtig viel rausgeholt heute. Das ist so schön. Das ist der Wahnsinn. Was kann ich denn hier mit Cyril noch reden? Komisch. Warte mal, Moment mal. Sete, mit dir wollte ich nochmal kurz quatschen. Und ich wollte noch kurz die Statuen besuchen, richtig.
Uff, und doch staut sich wieder so viel an. Das ist echt der Wahnsinn, was in so einem Part doch... Also, man hat einfach immer zu tun. Das ist der Wahnsinn. Und die Zeit vergeht. Ich gucke dann so auf meinen Timer und denke, oh mein Gott, das war jetzt schon wieder die Zeit, Leute. Crazy. Ich pack das teilweise fast nicht. Dieses Spiel, ne? Der Wahnsinn. Wo ist denn CT? Moment mal. Der stand doch das letzte Mal jetzt irgendwo da drin, ne? Ja, ja. What is it? I assume you still... What is it? Ja, ja. Alles chill. Chill hier. Yes, this is mine. Alles klar. Nutzen wir noch mehr Fortbildungen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aktuell passt ja eigentlich mit den C-Rängen ganz gut, oder? Erstmal. So, Bildhauer. Ich habe 1100 Punkte. Das ist doch gar nicht schlecht. Aktuell geht es fast nur Richtung göttlicher Puls damit. Welchen Pfad gehen wir weiter? Schwert und Vernunft wäre natürlich an sich immer ganz gut. Stärke und Geschwindigkeit. Ich würde jetzt mal bei Makil weitermachen. Jo. Wir kriegen jetzt erstmal einen göttlichen Puls, dann wird es aber dauern, leider. Ja, die könnten sie sich ruhig sparen, weil ich finde, das sind echt zu viele Anwendungen. Mal Real Talk, Leute. Ich finde halt echt, dass der göttliche Puls in dem Spiel etwas zu krass ist, weil ich spiele nur mal auf schwer. Ich finde, man hätte den noch etwas reduzieren sollen, irgendwie einschränken. Weil es nimmt schon ein bisschen viel raus, wenn man darüber nachdenkt einfach. Und ich denke, also... Ja, ich find's schön, dass sich Fire Emblem auch so neuen Spielern annähert und dass es etwas fairer wird für die. Aber es hat halt auch noch einen sehr alten Core und sehr viele Veteranen halt, die bestimmte Aspekte halt sehr schätzen. Und naja, ich gehöre halt so dazu, dass ich liebe ein schweres Fire Emblem, ja. Ich weiß, Extrem kommt und es wird safe geplayed, also... Wenn Extrem kommt, ja, könnt ihr fest damit rechnen, dass der Pfad safe darauf abläuft. Beziehungsweise es hieß ja, dass sogar noch ein krasserer Schwierigkeitsgrad kommen soll. Sofort, ne, bin ich Feuer und Flamme dafür. Definitiv, das machen wir dann auch so. Was haben wir dann? Ritter und Magister treffen. Ist mit Magistern oder Rittern die Effekte der Speisen erhöhen sich? Aha, naja, gut, okay. So relativ, ne? Bei dir werden wir später einen Effekt sowieso kriegen. Ach so, guckt mal hier, ja. CT könnte man zum Beispiel einladen, wenn man das möchte. Ist ganz okay. Shamir habe ich ja jetzt witzigerweise schon frisch rekrutiert. Was? Warum ist das The Real jetzt dabei? Aber The Real ist ja theoretisch bestimmt auch ganz interessant für uns, oder? Auf jeden Fall, wir sind da immer noch hier eigentlich an bestimmten Leuten interessiert. Ich weiß, die hat mal bessere Effekte theoretisch. Oder warte mal, kann man... Rhea kann man nicht mitnehmen, oder? Nee, auch hier ist Rhea draußen. Das heißt, du kannst bei Rhea wirklich nur per Fortbildung zum Beispiel punkten. Oder Geschenke. Das ist das Einzige, was möglich ist. Relativ krass. Der Hannemann haben wir jetzt auch dabei. Ich will halt immer noch meine Leute hier haben, versteht ihr? Das ist mir halt immer noch wichtig. Deswegen nimm mal dich auch nochmal mit, Ingrid, hier. Und Ash oder Sylvain dann halt nochmal, ne? Würde ich fast sagen. Andererseits, weiß nicht, CT wäre auch interessant für Supports, ne? Es gibt viele spannende Leute, sicherlich. Und wenn der Effekt erhöht ist, nehmen wir ihn ruhig mal mit, warum nicht? Ist schon in Ordnung. Bestimmt gibt es bei CT und Flame noch einen Dialog, da hätte ich was. I appreciate any good meal, but nothing beats enjoying my favorite food. The flavor is nostalgic to me for some reason. I'd like some more. Ich weiß gar nicht, wie CT sonst so tickt. Also sich hat er schon ganz nett drauf zu sein, ne? Aber er ist halt ein bisschen überfürsorglich vielleicht auch. Aber nun gut, Leute. Ich mach jetzt mal einen Support nur, aber beim nächsten Mal werden wir mit Supports abschließen. Mach mal Raphael und Bernadette, weil es lustig werden könnte. Bernie ist doch meistens lustig eigentlich. Und Raphael ja meistens auch. Oh Gott. Es geht wieder los, Leute. Huh? What's that noise? Sounds like someone's having fun. Maybe it's coming from the greenhouse. Was zum? That was really fun, Bernie. Good thing I found such an out-of-the-way spot to play. Only the pretty flowers hurt me here. Isn't that right, little flower? You're the only one who heard, aren't you? What did you think? That was amazing! Why is your voice so deep? What? I'm no flower. Oh, no. Raphael, you heard it all, didn't you? I did! What kind of instrument was that? I could hear it all the way over at the training grounds. It was great. I didn't know you could play. All the way from the training grounds? Oh, God, nein. That's right. Then I came here to tell you how good you sounded. Good? No. No, I'm on to you.
First, you flatter me. Then you get me to perform on stage in front of everyone to humiliate me. Oh, God. No? But that's a great idea. Everyone should be able to hear oh, you. Oh, no, no. I knew it! Monster! I won't fall victim to your schemes! I don't know what just happened, but I think I might have scared her. Oh Gott, die Supports sind großartig. Sowohl mit Bernadette als auch mit Raphael und da mal so die goldene Mitte getroffen. Super, spricht mich halt total an. Es ist genial. Ich liebe sowas. Fantastisch, okay. Ja, ein paar Supports, aber safe sind wir beim nächsten Mal dann wieder bei irgendwelchen, ja, wahrscheinlich Trainingsmissionen, weil ich werde da wahrscheinlich cutten müssen. Weil, wobei, nein, stimmt, wir haben Story-Missionen in der sogar. Also wir haben ja jetzt so Nebenquests offen. Also, never mind, wir werden spannende Missionen vor uns haben, Leute. Definitiv, keine Frage. Cool. Insofern, bis zum nächsten Part. Bis bald.